Mein Name ist Susanne Nonne. Ich bin tätig als Geschäftsführerin beim Senior-Experten-Service in Bonn. Das Ziel und die Aufgabe des Senior-Experten-Service SES ist, das Wissen und die Erfahrung von Senioren und Seniorinnen zu nutzen. Und zwar von Seniorinnen und Senioren, die pensioniert sind und aus dem Berufsleben ausgeschieden. Den älteren Damen und Herren gibt der SES die Gelegenheit, noch aktiv sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Das mal ganz praktisch zu sagen, sie stellen ihr Wissen ehrenamtlich zur Verfügung, gehen in die Einsatzländer und geben dort ihre Kenntnisse an andere in Unternehmen, in Institutionen, in Einrichtungen weiter. Die meisten Anfragen aus dem Ausland erreichen uns von kleinen und mittleren Unternehmen. Die wünschen sich die Unterstützung und die Hilfestellung durch einen Senior-Experten oder durch eine Senior-Expertin bei der Bewältigung von ganz bestimmten betrieblichen Problemen. Wir beobachten in den letzten 5 Jahren, dass immer mehr nachgefragt wird, das spezielle Wissen im Bereich der beruflichen Ausbildung. Der SES hat seinen Sitz in Bonn. Hier haben wir unsere Zentrale und wir haben im Inland 13 weitere Regionalbüros, SES-Büros in verschiedenen Städten. Und im Ausland sind über 100 Personen für uns tätig als Mittler in unseren Einsatzländern. Die Branchen umfassen ein ganz breites Spektrum, ca. 50-60 Branchen. Das geht von der Holzverarbeitung, Textilverarbeitung bis zum Maschinenbau, Elektrotechnik, aber auch berufliche Bildung ist sehr gefragt und das Gesundheitswesen. Senior-Experten mit ihrem Know-how, die zu uns kommen, halten sich in der Regel durch Fachzeitschriften und Kontakte einigermaßen auf dem Laufenden. Aber trotzdem gibt es Branchen, bei denen wir festgestellt haben, dass das Fachwissen sehr schnell veraltet. Das sind Ingenieurwissenschaften, das ist die Informationstechnologie, das sind bestimmte Produktionsprozesse in der Chemie. Es gibt Bereiche, in denen das nicht der Fall ist, wie zum Beispiel im handwerklichen Bereich. Das Wissen und die Erfahrung eines Bäckers, eines Metzgers und eines Konditors ist wesentlich langlebiger wie eines Verfahrenstechniker zum Beispiel. Der SES wird getragen von der deutschen Wirtschaft. Die Wirtschaft unterstützt den SES, indem sie zum Beispiel Mitarbeiter, die aus dem Berufsleben ausscheiden, auf den SES aufmerksam machen. Wir stehen in Kontakt daher mit vielen Personalabteilungen in Unternehmen, kleinen und größeren.